herzlich willkommen zum Fantalk vor der roten Wand. Heute zum ersten Mal nach dieser unfassbar bitteren Niederlage gegen Rasta Vechta 85 zu 86 am 16. Spieltag. Wir begrüßen unseren Sportdirektor Leo de Rycke und unseren Geschäftsführer Arne Dirks. Schön, dass ihr da seid. Applaus. Ja, wir haben uns ganz kurz hier schon unterhalten, unfassbar Niederlage, die Jungs haben gekämpft, das ist unfassbar so. Irgendwie passt das alles zur momentanen Situation. Hast du für diese Niederlage irgendeine Art von Erklärung gehabt? Also, ich werde nicht, dass ich kein Game finishen können. Ich habe eben 35 Punkte oder etwas, 53% und 3 Schießen hier. Ich spiele kämpfen und habe mit dem kleinen Spiel gewinnen. Das ist, wir haben ein Spiel, das ist am Ende durchziehen kann. Wir stellen uns immer wieder die Frage, vor allem, du hast es gesagt, in der Crunch-Time wird das Team oft verunsichert und nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ist es A, ein mentales Problem, B, ein Qualitätsproblem oder beides? Ist ein mentales Problem, Qualität vielleicht, ja. Aber mit den Leuten, mit den Fans in der Halle, muss es kein mentales Problem sein. Sie müssen das fühlen wie eine Unterstützung in keinem Stress. Ich denke, sie sind immer ein bisschen mehr im Stress zu Hause, aber das ist nicht Qualität, ja, vielleicht. Aber am Ende haben sie gesehen auch, dass sie mit einem schönen Spiel haben ihren Preis freigemacht und aus den Reihen geschossen. Du bist natürlich sehr eng mit Ruhlhaus auch verbunden und wir werden viel, viel diskutieren, aber natürlich auch in Mannschaft in deinem Kreis wird da sehr viel darüber gesprochen. Gibt es denn irgendeine Art von Erklärung von den Spielern selbst? Wir sprechen jeden Tag und wir schauen letzte Woche sehr viel mitgespielt und wir probieren die Mannschaft noch näher aneinander zu bringen. Wir verlieren nur 10 Spiele mit weniger als 6 Punkten, denke ich. Es fehlt nicht sehr viel, aber ja, wir reden viel mit den Spielern und die Spieler, man kann nicht immer reden, es muss dort immer passieren. Natürlich muss es auf dem Parkett dann auch dementsprechend gezeigt werden. Alle Dirks auch bei uns alle. Wenn man dich heute beobachtet hat, jeder hat gesehen, wie wichtig und bedeutend dieses Spiel für uns war, in dieser jetzigen Situation gegen den Tabellennachbar. Was hast du gedacht, als der Einwurf dann wieder für Vechta gegeben wurde, als wir das Foul gemacht haben, trotzdem, dass angeblich keines war, aber dennoch kann man da vielleicht noch mitbleiben in der Situation und dieses Spiel mit einem Punkt verloren haben. Was war das gedacht? Ja, natürlich kann man das nicht glauben. Das ist bei mir auch pure Täuschung. Ich glaube, natürlich haben wir heute nicht alles richtig gemacht. Natürlich haben wir viele weitere Einwürfe gehabt, wobei man das weiß, wie Vechta spielt. Aber ich glaube, wir haben auch wirklich so viel richtig gemacht. An der Großseite haben sehr real. Und dass wir uns nicht belohnen, das tut einfach nur weh, weil ich glaube, dass wir alle ganz viel zu dem, als große Bamberg heute diesen Sieg verliehen gehabt hätte, weil der Kampf, der war einfach unglaublich. Wie ich es Leo gerade gesagt habe, wir treffen den Dreier mit Rice und haben tatsächlich mal Antworten. Das war ja ein bisschen das Problem, glaube ich, in den letzten Wochen, dass wir sie nicht hatten. Und von ihr trotzdem das Spiel, das ist einfach nur bitter. Und bei mir pure Enttäuschung, ich glaube, über einen anderen. Man muss natürlich die Frage stellen, die Fans wollen es auch nur beantworten haben. Wir erlauben es ja jetzt vor allem auch Anfang des Jahres mit sehr, sehr bitteren Ergebnissen. Man denkt an Alba, man denkt an das Champions League-Spiel unter der Woche und auch heute. Gibt es denn überhaupt eine kleine Diskussion oder schickst du das sofort mit ein? Ich habe neulich gesagt, wir sind ein bisschen anderer Gruppe, wir sind gewohnt, innovativ sein, wir wollen Ideen finden und Leo hat es ja gerade schon angesprochen, es geht darum, neue Wege zu finden, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, wir waren heute wirklich nah dran. Ich meine einfach, wir müssen uns mal belohnen, den Schalter umzulegen. Ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir noch ansprechen können, die wir noch verändern können. Also Mentalbereich, spieltechnischer Bereich. Es ist so einfach, jetzt direkt zu sagen, das ist der Trainer. Das ist die einfachste Lösung, logisch. Ich kann auch verstehen, dass Fans sagen, ich will das, im Aufwand, jahrelang, Fan von Werder Bremen, Fußball, natürlich auch schnell draufgehauen. Aber ich glaube, wir hinterher sehen ja, es stimmt so vieles und es fehlt so wenig. Und lass uns arbeiten. Ganz klar ist, du hast auch gesagt, die Fans sind heute hinter der Mannschaft, trotz der Begrenzsituation. Das ist sehr, sehr lobenswert. Nichtsdestotrotz, ich habe mir gerade in die Tabelle angeschaut, Tabellenplatz 9, ich muss mal nachbauen. Darf es sagen, in Bamberg nicht mehr, dass sie aus dem Playoff gerutscht sind. Fans bleiben eventuell noch ruhig. Wie lange bleibt der unser Aufsichtsratsvorsitzender noch ruhig? Das weiß ich nicht, ich bin Arne Dirks, ich stehe als Geschäftsführer, ich bin hier als Schorschek.
Und ich kann sagen, natürlich sind wir nicht zufrieden. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Siege aus den letzten 13 Spielen geholt. Das kann alle uns nicht zufriedenstellen. Das ist ja klar, wir brauchen schlechte Siege. Wir haben gesagt, Umbruchssaison, aber Umbruchssaison heißt natürlich nicht, dass wir die Playoffs verpassen wollen, sondern schon wo mitspielen möchten. Und das ist im Moment ein Stück weit von entfernt. Natürlich müssen wir den Schalter umlegen. Wir können aber auch jetzt nicht Woche für Woche reden und es passiert nichts. Das heißt, irgendwann brauchen wir diese Ergebnisse. Das ist völlig klar. Leo, Pizza. Das ist der einzige Vorteil, man hat Stellzeiten zur Wiedergutmachung. Auch in der Champions League geht es sehr, sehr eng zu. Wir haben es aber noch in eigener Hand. Dienstag, Sieg, Pflicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit von dir und vom Head Coach, die Jungs diese 48 Stunden wieder aufzubauen? Ja, das muss ich sehen. Das ist unser Geschäft. Manchmal muss man jeden Tag, also das ist ein Problem, die für die Spiele, Dienstag wieder ranzugehen, zu gehen. Sie wissen auch, dass in der Champions League das noch immer möglich ist. Sie haben kein Problem. Die Spieler die machen das schon vor Jahren, dass sie hier jeden zweiten Tag spielen. Das ist viel einfacher zu spielen und zu trainieren. Letzte Frage an den Geschäftsführer Arne. Wie überzeugt bist du, dass wir mit dem vorhandenen Team und mit den vorhandenen verantwortlichen Personen, du kennst sie ein bisschen genauer als ich natürlich und auch die Fans, dass wir aus dieser Serie schnellstmöglich den Kopf aus der Schiene ziehen. Ich bin der Zweckoptimist. Also ich glaube, natürlich haben wir die Chance, uns daraus zu ziehen. Wir sind ja nach dem Leo hat gesagt, die höchste Niederlage in der Saison in der Liga waren 6 Punkte. Aber es bringt natürlich auch nichts, wenn wir jedes Spiel mit 2 oder 3 verlieren. Es ist sehr schön, wenn wir mit einem gewinnen. Insofern, ich habe es eben schon gesagt, wir brauchen schnellstmöglich Erfolge. Die Fans stehen hinter uns, wobei ich sagen muss, wir nehmen die rote Wand aus. Ich fand es sehr schade, nachdem wir nicht gern vom Schuhfeld gespielt von uns, dass es Pfiffe gab. Das muss ich auch drauf, dazu stehe ich auch. Das kam mir nicht von den Fans, die hier sitzen. Insofern vielen Dank an euch. Ich finde es sehr schade, weil heute hat die Mannschaft wirklich alles gegeben und einfach nur unfassbar unmöglich verloren. Und nochmal, wir brauchen Siege und wir haben nicht so viel Zeit, um diese Siege zu holen. Dann lasst uns am besten gemeinsam am Dienstag mit anfangen gegen Riga. Ich glaube, jetzt 20 Uhr ist los, weil es immer genau da wäre. Ja. Also übermorgen dann schon der nächste Champions-League-Spieltag, ein paar Spieltage gibt es auch da noch. Wir wollen schauen, dass wir in der Liga so schnell wie möglich wieder von diesem sehr, sehr ungewohnten Tabellenplatz neu runterkommen und so umarbeiten. Geht in Deutschlands Basketball-Herzland in Bamberg nur gemeinsam. Danke euch für die fantastische Unterstützung heute. Danke für die Stellungnahme von Leo de Rycke und von Arne Dirks. Vielen Dank. Danke euch.